Hallo Freunde, weiter geht's mit Rift. Wir müssen jetzt von diesem wunderschönen Ort hier, der Turm der Weisen, wieder verschwinden. Und zwar müssen wir zurück zum Mondschattengebirge. Wir können uns gerade mal hier auf der Karte anschauen. Die Mondschattenberge, Stufe 30 bis, kann man gar nicht lesen, 40 oder sowas. Und da seht ihr schon diese zwei Häkchen. Da müssen wir zwei Charaktere, zwei NPCs aufsuchen für die Quest, die wir in der letzten Folge aktiviert haben. Die hatten wir noch im Inventar. Dann haben wir hier noch eine Extra-Quest, und zwar die ist rot. Ein merkwürdiges Schiff am Horizont. Sprecht mit Königin Mila an Bord der Esperanza. Die Quest könnte natürlich ein bisschen schwer werden. Die ist auch noch viel zu schwer, das kann ich euch verraten. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich jetzt erstmal nicht tun. Wir werden jetzt aber zu den Mondschattenbergen reisen. Und zwar ganz einfach so, indem wir uns ein eigenes Portal erstellen. Müssen wir mal gucken, das haben wir hier. Der Brevanische Portalgenerator. So, und dann porten wir mal. Was ist näher? Keine Ahnung. Komm, wir nehmen einfach mal Dreienquell. Das liegt hier ungefähr in der Mitte. Ist eigentlich völlig egal. Und schon porten wir dahin. Und das Ganze können wir übrigens, ich glaube, einmal pro Stunde machen. Ich will euch da jetzt nichts Falsches sagen. Wir schauen lieber nochmal. So, genau. Abklingzeit eine Stunde. Das heißt, alle Stunde können wir hier durch die Gegend porten. So, dann habe ich auch neue Post bekommen. Auch das könnten wir mal machen, beziehungsweise ich glaube, hier in der Nähe ist bestimmt irgendwo ein Briefkasten. Beziehungsweise ich habe natürlich auch hier meinen, wenn ich das noch finde, Mailbox des Patronen. Ach, ungültige Fähigkeit. Ah, okay, ich verstehe. Das ist jetzt, wir spielen ja momentan Rift Free to Play, das heißt, ich bezahle momentan nichts für Rift. Und früher hatte ich immer bezahlt, da hatte ich ja ein Jahresabo. Das ist ausgelaufen und ich habe es seitdem nicht mehr verlängert. Ich meine, wenn wir das wirklich brauchen, dann werde ich auch wieder eins abschließen. Das ist gar kein Thema. Aber ich dachte mir, wir probieren das einfach mal so. Und diese Mailbox des Patronen, die können wir wirklich nur verwenden, wenn wir ein Abo haben. Tja, nichts mehr mit Briefkasten für unterwegs. Wir müssen jetzt wirklich, wie jeder andere Mensch auch, zu einem Briefkasten laufen. Aber jetzt laufen wir erstmal woanders hin. Und zwar da, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier 3 Stunden lang durch die Gegend laufen, rufe ich mal mein Andromeda und dann geht's ab. So, ich glaube übrigens, ich schaue gerade nochmal auf die Karte, die Mondschattenberge, da hat sich nichts geändert. Also vom Level her meine ich jetzt. Den Eisenkieferngipfel, den haben sie ja mehr oder weniger ruiniert für mich. Der ist uns leider viel zu schwach. Aber hier an den Mondschattenbergen ist, glaube ich, nichts geändert. Hat sich, glaube ich, nichts geändert. So. Und ich glaube, wir sind auch fast schon wieder dort. Wenn wir die beiden NPCs hier getroffen haben, dann werde ich euch verraten, wo wir als nächstes hingehen. Das habt ihr mir mehrmals gesagt und diesmal werden wir es auch in Angriff nehmen, sofern wir heute noch dazu kommen. Aber ich denke mal schon, denn wir müssen ja jetzt nur die zwei NPCs hier ablaufen. So, der ist wahrscheinlich da oben auf dem Turm irgendwo. Das heißt, ich werde hier direkt mal den Berg hochgehen. Und ich sollte vielleicht auch mal auf die Karte, ich wollte schon schauen, aber ich sollte vielleicht gerade mal auf die Uhr schauen, auf die Karte schauen. Man ist hier völlig am Ende, wenn man Let's Plays aufnimmt. Also, und jetzt laufe ich schon wieder hier sinnlos rum. Wo geht's denn hier hoch, verdammt nochmal? Da oben ist mein NPC. Da muss doch irgendwo ein Weg nach oben gehen. Sag mal, bin ich jetzt völlig verblödet oder was? Ah, da hinterm Haus. Also nicht völlig verblödet, nur ein bisschen verblödet. So, und da ist mein guter NPC, der Justus Grün. Ah, gut, dass ihr da seid. Lasst uns mal wieder plaudern. Lasst uns mal wieder plaudern. Ja, ich komme demnächst mal wieder vorbei. Jetzt gehe ich erstmal woanders hin, beziehungsweise ich gehe mal hier ganz geschickt wieder runter. Da ist nämlich noch ein Heiler. Ich glaube, wir sind vollkommen gesund. Ich probiere es mal. Seelenschaden heilen und Seelenvitalität wiederherstellen. Okay, Heilung ist nicht nötig. Und jetzt fängt es an zu regnen. Na super. Gut, wir müssen jetzt weiter in den Süden. Ich schau mal gerade. Aber das ist nur ein Stück. Das müssten wir relativ schnell schaffen. Ach, dieser Wicht. Greift mich einfach an. Ja, so ein Wicht aber auch. So, den haben wir erledigt. Wenn ihr noch die Sachen einsammeln. Sehr schön. Und ich gehe wieder auf mein Andromeda drauf.
Beziehungsweise habe ich es falsch angeklickt. Wir sind auf der Spinne. Die ist ein bisschen ekelhaft. Aber okay, die funktioniert natürlich auch. Dann nehmen wir hier mal wieder Spinni zur Hand. Sie freut sich, dass sie mal wieder benutzt wird. Und in der letzten Folge, ich glaube, es war in der letzten Folge oder in einer der anderen Rift-Folgen, da musste ich einen Kommentar lesen. Der hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Zwar, man bekommt ja manchmal auch böse Kommentare, ne? Ich laufe da jetzt einfach mal weiter. Wir müssen da irgendwie... da in diesen Wald, glaube ich. Genau, wir müssen durch diesen Wald. Ja, wie gesagt, ich bekomme ja auch manchmal Kommentare, die sind nicht ganz so nett. Der war im Prinzip nicht schlimm, aber er hat mich ein bisschen traurig gemacht. Und zwar stand da, ich soll diesen verblödeten Quantum endlich mal wegpacken und ein neues Pet besorgen. Also Quantum ist ja der Kollege, der da alles hinter uns herrennt. Der arme Kerl, der steht uns doch immer treu zur Seite. Der gute Quantum, der hat mir schon bei so vielen Folgen geholfen. Und jetzt wird er mir wieder helfen. So muss es sein. Das Problem ist nämlich, natürlich habe ich hier noch andere Tiere, also andere Begleiter. Wir haben hier einmal das Wasserelementar, wir haben hier den höheren Luftelementar, wir haben Quantum, das war's. Aber wenn ihr mal diese Texte hier durchlest, da steht hier zum Beispiel, beschwört ein Wasserelementar, am besten für Mengenkontrolle geeignet. Das Luftelementar ist am besten für Schaden geeignet. Und unser Erdelementar ist am besten als Tank geeignet. Und das ist genau das, wofür ich ihn brauche. Weil der Schaden kommt ja von mir. Den Schaden habe ich ja sozusagen schon. Und damit hat er gar nicht mal so Unrecht. So, warte mal. Ach, die laufen wieder alle. Kommst du nicht vorbei hier, du? Das ist unglaublich. Steht alles voll mit dem Viehzeugs hier. Da vorne ist unser NPC. Der Gesuchte. Und irgendjemand greift mich wieder an. Da hinten. Okay, da werde ich die mal kalt machen jetzt hier. Und da wäre sie erledigt, diese böse Fee. Okay, da wird auch gerade einer gejagt. Und mein NPC rennt durch die Gegend. Bleib stehen! Bleib stehen, Junge! Sergeant Ugnin. Schmiedet das Eisen, solange es heiß ist. Schmiedet das Eisen, solange es heiß ist. Und damit haben wir zwei der drei Quests gelöst. Jetzt haben wir nur noch diese hier. Sprecht mit Königin Mila an Bord der Esperanza. Und das wiederum werden wir nicht schaffen. Beziehungsweise vielleicht können wir mit ihr reden, aber was danach passiert, werden wir wahrscheinlich nicht lösen können. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo so ein Portal ist. Da hinten ist eins. Hier oben ist eins. Da müssen wir gerade schon wieder hier zurücklaufen. Ach ja, super. Mein Portal funktioniert ja noch nicht mehr. Also das braucht ja noch eine Weile. Und zwar genau 52 Minuten. Das heißt, wir müssen den Weg wieder zurück. Okay. Auf geht's. Sammeln wir hier noch schnell das Loot ein. Und da sind wir schon wieder hier über einen drüber gestolpert. Ist mir egal, ich laufe da jetzt einfach irgendwie vorbei. Ich will da nur weiterkommen. Die Gegner hier brauchen wir nicht kalt machen. Aber meistens stehen die ja hier bei Rift so, dass man die automatisch zieht. So wie jetzt eben gerade in diesem Moment. So, aber jetzt wird es wieder ein bisschen freier. Jetzt müssen wir mehr oder weniger einfach durchrennen können. Mal gerade schauen. Wir müssen jetzt diesen Weg hier hochfolgen. Und dann müssen wir zum Portal kommen. Ich hoffe es jedenfalls. Wie ich gerade sehe, hat sich der Regen auch wieder verzogen. Sehr schön. Da vorne sehe ich es auch schon. Na Jungs, war schon lange nicht mehr hier. So, und jetzt müssen wir da hoch. Genau, und da sind wir auch schon am Ziel. So, warte mal, ich muss mal gerade schauen. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht nicht doch zu diesem Schiff sollen. Zu dem Schiffswrack. Wo ist denn das hier? Das ist da. Wrack der Esperanza. Wir sollen übrigens als nächstes hier in die Ödlande.
36 bis 44, genau unser Levelbereich. Was ich momentan allerdings noch nicht so wirklich weiß, ist, wie wir da überhaupt hinkommen sollen. Denn ich habe kein Portal hierher. Das heißt, entweder wir kommen irgendwie zu Fuß dahin, oder vom Sanktum aus gibt es vielleicht auch irgendwas, was dahin führt. Ihr habt mir da vor unzähligen Folgen mal was geschrieben, dass es vom Sanktum aus weitergeht. Möglicherweise habt ihr hier die Ödlande gemeint. Ich müsste es normal nochmal gucken, aber das ist schon einige Folgen her. So, ich will jetzt gar nicht so viel Blödsinn erzählen. Ich werde jetzt mal gucken, welches Portal wir nehmen müssen, um da hinzukommen. Oder am nächsten hinzukommen. Die Vigilie segnet mich mit eurer Gegenwart. So, da ist eins. Göttliche Anlegeplatz. Arbeit lenkt ab von den Sorgen. Göttliche Anlegeplatz. Ja, ich bin mal gespannt. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich ja schwimmen, ne? So, erstmal muss ich mich hier wieder zurechtfinden. Okay, da wird gefeuert. Hier kämpfen sie auch schon seit vielen, vielen Folgen wird hier gekämpft. Ist auch ziemlich geil. So, warte mal, wo müssen wir denn hin? Wir müssen jetzt eigentlich hier raus. Ich habe aber so die Erfahrung gemacht. Sollen wir da jetzt raus schwimmen? Dass wir da irgendwann drauf gehen. Aber gut, ich probiere es einfach mal aus, ist doch egal. So, mein Charakter ist leider so klein, dass wir ständig unter Wasser schwimmen, obwohl mein Charakter gar nicht unter Wasser ist. Ihr seht ja, ich habe hier keine Luftanzeige. Aber ich schätze mal, aufgrund der Größe meines Charakters ist es so, dass wir hier immer irgendwie unter Wasser bleiben. Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal gucken hier. So, jetzt sind wir nämlich hier angekommen. Zumindest bin ich jetzt schon mal nicht tot, fragt der Esperanza. Eben gerade stand's da. Sehe ich da schon irgendwelche Gegner? Hm, der ist auf jeden Fall grün, also ist kein Gegner. Wow, das sieht aber schick aus hier. Das gefällt mir. Das Wrack der Esperanza. Jawohl. Wie kommen wir da hoch? Gegner sehe ich nämlich momentan gar keine. Und mein gesuchter NPC, der steht da oben irgendwo an Deck. Komm, wir gehen nochmal in diese andere Richtung hier. Vielleicht kommen wir ja da irgendwie auf das Schiff rauf. Ja, das sieht natürlich nicht so aus. Lass hoch, hoch, hoch. Sehr schön. Ja, super. Da kommen wir auch nicht aufs Schiff. Von hier vielleicht? Also mal gucken hier, weil diese Quest rot ist. Das wundert mich nämlich jetzt. Es heißt, irgendwo muss ja der Haken sein an der Sache. Guck mal, wie das Wasser hier aussieht. Wie sich das spiegelt hier. Das ist doch mal fett, Leute. Und wie, mir erzählt noch einer mal was, das Rift scheiße ist hier. Ich drehe aber durch, das ist geil. So, das ist natürlich jetzt ganz toll, dass wir nicht über Wasser schauen können. Falls es da irgendwo einen Eingang gibt oder so, wir sehen den gar nicht. Kann man da irgendwie hoch? Ah ja, sehr schön. Willkommen im Wrack der Esperanza. So, wo ist jetzt mein NPC? Da ist da vorne irgendwo. Da, genau. So, wie gesagt, ich bin gespannt, wo der Haken ist, weil das eine rote Quest ist. Königin Mila, guck mal. Die sieht auch schick aus, ne? Die sieht doch wirklich schick aus. Schönes Gesicht. Gut. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Zeit für Erklärung haben wir später. Bitte helft uns, die Sturmlegion zurückzuschlagen. Ja, super. So, und die hat nämlich eine Quest für uns. Bringt das diplomatische Sendschreiben von Königin Mila zu Cyril Kalmar nach Sanktum. Und dafür kriegen wir Sturmlegion-Handschuhe. Aber das ist nur ein Kostüm, das ist hier... Können wir mal schauen, wie das aussieht. Ja, das müssten diese Handschuhe sein, die ich da gerade aktuell anhabe hier. Also diese anderen. Na gut, so toll ist es nicht, aber okay, wir nehmen das mal an. Gute Reise. Gute Reise. Ja, zum Sanktum können wir ja ganz einfach so laufen, das ist ja kein Thema. Also im Prinzip
wüsste ich jetzt nicht, warum diese Quest so schwer eingezeichnet ist. Aber gut, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wer weiß, was dann noch alles passiert. Und ich würde sagen, wir schwimmen da jetzt einfach nochmal zurück. Aua. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Reise hier zum Wrack. Hat mir Spaß gemacht, hat mir gefallen. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Haha, die Kamera ist über Wasser diesmal. Ich hab's geschafft. Jetzt nicht bewegen. Sonst ist die Kamera wieder unter Wasser und bleibt sie auch unter Wasser. Ich kenne doch das Spiel schon. So, wen haben wir da? Level 6 Ebenenkreatur. Ja, die hat nichts drauf. Die brauchen wir auch nicht zu erledigen. So, ich will eigentlich nur zum Portal. Zum sogenannten Porticulum. Was stotter ich denn heute schon wieder zusammen hier? Das ist unglaublich. Zum Porticulum. Das war nämlich auch hier irgendwo. Da bin ich hergekommen. Da ist es. So, einmal Sanctum bitte. Ja, Sanctum ist da vorne. Lebt wohl. Lebt wohl. Und schon sind wir weg. Sanctum sind immer viele Spieler. Oder meistens jedenfalls viele Spieler. Also ich kann mich jetzt... Ich werde immer wieder gefragt, lohnt sich Rift noch? Auch bei den anderen Online-Rollenspielen werde ich das gefragt. Natürlich lohnt sich Rift noch. Hier geht doch echt noch die Post ab. Ich meine, ich bin jetzt auch auf einem Surfer, der jetzt nicht ganz so leer ist oder so. Aber letztendlich geht hier noch jede Menge ab. So, da vorne, wo ist er denn? Bringt das diplomatische Sendschreiben von König Mila zu Cyril Kalmar nach Sanctum? Hm, der könnte natürlich außen sein, der kann auch hier drinnen sein. Aber ich glaube fast, er ist da drinnen. Genau, da sehe ich ja so ein Häkchen leuchten. Von daher passt das schon. Champion der Wächter. Servus, mein Guter. Kein Ketzer kann Telara retten. Die Wächter werden Telara nicht damit haben wir diese Quest abgeschlossen. Und wir haben diese Sturmlegion-Handschuhe bekommen. Und die Quest war rot, aber wo keine Gegner sind, können wir auch nicht draufgehen. Also von daher, alles ist gut. So, und das heißt jetzt letztendlich, ich will... Was will ich denn eigentlich? Ich will zu den Ödlanden. So, dann müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt mal aus dem Sanctum hier raus. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Jemanden, der uns am besten zu den Ödlanden bringt. Das wäre eine geile Idee. Ich weiß gar nicht. Hier ruckelt es ein bisschen, weil hier geht wirklich die Post ab im Sanctum. So grafisch. Manchmal, wenn hier Sonderaktionen sind, keine Ahnung, Halloween oder so war jetzt vor kurzem. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Halloween jetzt hier was war. Aber meistens sind dann hier irgendwelche Stände und Festlichkeiten und so aufgebaut. Richtig schön. Also es ist richtig schön gemacht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Dimensionsingenieurin. Da können wir Gegenstände kaufen. Will ich aber gar nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Können wir nichts damit machen. Tja, irgendwo hier im Sanctum muss was sein. Da ist auf jeden Fall ein Briefkasten. Shrine Worlds. Danke, dass ihr bei Extra Life... Was? Danke für eure Teilnahme an der Wohltätigkeitsveranstaltung Extra Life. In Anerkennung eurer Bemühungen möchten wir euch gerne diesen Titel anbieten. Der Wohltätige. Klickt einfach auf den Gegenstand unten, dann wird der Titel in eurem Charakterfenster hinzugefügt. Ich wusste gar nicht, dass ich irgendwo mitgemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Hm, okay. Was haben wir hier Schönes? Schrein Baralz. Einmal kurz beten. Das ist gar nicht mal so kurz, das Beten. Das ist ganz schön lange. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. So, wir haben Flügel bekommen. Ich kann jetzt fliegen, oder was? Kann ich nicht. Ja, das ist jetzt die gute Frage. Wie kommen wir zu den Ödlanden? Ich schaue mir das nochmal auf der Karte an. Wir könnten ja schwimmen. Dann hier durchmarschieren. Dann sind wir schon fast da. Naja, ganz so wird es nicht funktionieren. Und ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wenn wir vom Wrack der Esperanza aus hier weiter rüber schwimmen, bis dorthin. Dann hier rüber gehen und dann sind wir in den Ödlanden. Schimmersand, da war ich schon mal, da war auch irgendeine Veranstaltung gewesen. Und da habe ich dummerweise meine Portale nicht aktiviert. Das heißt, von da aus können wir auch nicht hinporten. Aber irgendwie müssen wir ja zu den Ödlanden kommen. Das wird das nächste Levelgebiet sein. Gut, Freunde. Ich würde sagen, für diese Folge soll es das jetzt mal gewesen sein. Ich mache mir mal ein paar Gedanken, wie wir zu den Ödlanden kommen. Und in der nächsten Folge werden wir da auch tatsächlich hingehen. Und dann werden wir mal schauen, was da so abgeht. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.